Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hades! Ich habe neue Ohren. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr die findet? Die finde ich toll, weil die können umher wackeln und sind witzig drauf. Und wir ziehen uns einmal an und dann kann es reingehen in H-D-L-E-S. Denn Borat schon richtig gesagt hat, einmal in die Pöte gespuckt und weitergemacht. Es soll sich laut ihm ihr auch noch lohnen, mit den ganzen Leuten zu reden, weil es dann irgendwie ein Glossar gibt. Wir haben ja jetzt hier auch schon unseren Schild. Heißt, ich werde auch so viel mit den Leuten reden, wie geht, bla bla. Haben wir jetzt den Schild schon ausgerüstet? Ja, wir haben den Schild schon ausgerüstet mit dem neuen Schild, den ich auch schon hier an meiner Seite weise. Können wir es nochmal probieren? Ich bin bereit, ich auch. Let's go, Hades oder Hades. Diesmal kriegen wir das hin. Ziel heute ist auf jeden Fall, Mac zu töten. That's Daedalus. Ach, Daedalus ist der Baumeister. Ich nehme mal machtvoller Flug. Dann können wir den rumschmeißen. Genau, wir schmeißen ihn weg. Der trifft auch mehrere Gegner. Oh Gott, ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Und der nächste Angriff, den wir dann machen. Ah, deswegen haben wir dieses Zeug um uns rum. Habt ihr es eben gesehen? Warte, ich zeig's euch nochmal. Also wir können hier die Dinger auf die schmeißen und jetzt haben wir so einen Buff um uns rum. Und die nächsten beiden Angriffe, die wir dann machen, machen mehr Damage zu den Gegnern. Das hier müsste Poseidon sein, nicht wahr? Wir nehmen mal Poseidon. Die letzte Folge kam ja soweit ganz gut an, obwohl ich ja jetzt nicht so wirklich weit gekommen bin und gar nichts gerissen bekommen habe. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Besonderen Dank vor allem an Conny oder Koni. Ich weiß gar nicht, wie über deinen Arm ausspricht, weil der hat bis Minute 10 geguckt und das finde ich sehr, sehr cool von ihm. Ahoi, klein Hades, sagt er einfach. Hey, wir können alle wegstoßen. Poseidon ist einfach der Wegstoßgott. Ich nehme, dass der Sport die Leute wegstößt. Ja, hey, guck mal, jetzt haben wir so eine... Das ist ja mega... Oh, das macht Damage. Das stößt ja nicht nur weg, sondern das macht auch Damage. Jetzt haben wir so eine Welle um uns rum. Aber der Wellenmaster. Okay, mag ich. Ja, auf jeden Fall, Conny, danke dafür. Das hat mir gezeigt, dass zumindest einige Leute die Videos ein bisschen weiter gucken. Das finde ich schon mal ganz nett. Und an den YOLO King auch nochmal ein Dankeschön, weil der tatsächlich eine Kanalmitgliedschaft gemacht hat. Zwar die günstigste, die gibt, aber besser als gar nichts. Jeder so, wie er kann. Ja, vielleicht habe ich auch irgendwann mal genug Kanalmitglieder, dass sie auch auf meiner Kanalseite angezeigt werden. Ich glaube, da braucht man 5 Kanalmitglieder für, ne? Hatte ich schon mal, aber damals gab es das Feature noch nicht. Früher wurden ja auch die Kanalmitglieder bei mir immer im Outro angezeigt, aber dadurch wurde das Outro so lang und deswegen habe ich es weggemacht. Und ja, juckt glaube ich sowieso keinen, oder? Auf jeden Fall auch danke an den YOLO. So, ja guck, aber ich komme doch jetzt schon viel besser klar hier mit dem Schild. Ich finde den Schild so geil. Und das ist dieser andere D-Typi, da Dionios, genau. Wenn du so weitermachst, werden wir schon sehr bald hier zusammen abhängen können. Jede Wette, ich stehe voll hinter dir. Und gibt es tatsächlich auch so einen Freundesquotienten mit den Göttern? Je öfter man die wählt, das wäre natürlich geil. Dein Angriff bringt Gift mit sich. Oh, wenn ich... Warte, meine Spezialität ist, dass ich den wegschmeiße, ne, mein Schild. Wenn ich damit Gift machen könnte, das wäre ja wohl mega krass. Hey geil, jetzt vergiften wir einfach alle. Dann kann ich ja mega auf Abstand bleiben. Hallo? Ah, ihr seid die Gegner? Ihr seid für komische. Er hat sich sogar eben benannt. Inkrimmige Steine. Okay, was auch immer. Was kann ich denn eigentlich noch? Ich kann diese Attacke. Nee. Ah, stimmt, das habe ich auch noch. Oh, was machen die denn? Die machen einfach Laser. Ey, cool. Das ist wie bei Blazing Beaks. Da gab es doch auch solche Viecher. Oh, wir können nochmal Poseidon machen. Ja, low. Low, let's go. Ach, ihr schon wieder. Ja, geil. Ich kann richtig viel auf die raufschmeißen. Ich kann die ganze Zeit eigentlich spammen. Ja, habe ich gesehen, aber leider zu spät. Hallo, der hat mich einfach doppelt getroffen. Okay, das war nicht cool. Aber für Poseidon lohnt sich das bestimmt. Ja, komm, wir nehmen einfach hier die brechende Welle. Warum nicht? Wenn wir die Leute jetzt irgendwo reinstoßen mit Poseidon. Das ist also so ein Stoßgott einfach. Okay, alles klar. Oh, was seid ihr denn? Die kenne ich auch noch gar nicht. Hä? Okay, ultra weird. Ganz viele neue Gegner. Warte, dann probieren wir das mal. Ja, boah. Die sterben einfach, dadurch, dass wir sie irgendwo hinschleudern. Mega strong. Okay, also ich sehe schon, dass es hier so ein paar... Synergien gibt, die man auf jeden Fall für sich nutzen kann, dann hat das Spiel ja doch irgendwie auch seine Daseinsberechtigung, nicht wahr? Dann ist das vielleicht doch nicht so repetitiv, wie ich am Anfang dachte. Gibt es eigentlich irgendwie eine Karte oder dass man irgendwie entscheiden kann, wann man zum Boss kommt oder nicht? Ach, guck mal, hier können wir uns heilen. Oh, wir haben auch gar nicht so viele Leben, sehe ich gerade. Und das heilt nur um 10? Das ist ja nicht so geil. Ein Ausrufezeichen. Wir können eine Fähigkeit verbessern oder... Ja, komm, ich weiß nicht, was das Ausrufezeichen macht, deswegen nehmen wir das mal mit. Und wir heilen uns ja jedes Mal um ein, wenn wir in einen neuen Raum gehen. Ach so, hi, neuer Typ. Wer bist du? Was? Sisyphos? Kennt man auch irgendwie her. Hey, Prinz Z. Okay, der ist mir sympathisch. Ich würde ja gerne den Felsbrocken wegmachen, aber die Erinien lassen mich nicht. Okay, was sind denn Erinien? Oh, wir können hier noch irgendwas machen. Umsonst? Sisyphos bietet heimlich verschiedene Leistungen an. For free? Leistungen for free?
Gail? Ja, Heilung. Wir nehmen Heilung, damit wir wieder volle Leben haben, mehr oder weniger. Ja, Pommes! Nice one. Okay, der ist mir sympathisch. Und anscheinend geht's hier dann irgendwann mal weiter. Okay, sehr interessant. Da bin ich mal... Oh nein, wir kriegen noch mehr Heilung. Das war dumm. Bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Aber dass ich jetzt Heilung mitgenommen habe, war richtig dumm, weil wir in diesem Raum hier auch Heilung bekommen. Es sei denn, wir verlieren Leben, dann war das eine richtig, richtig schlaue Idee. So, wir spammen einfach mal alles, weil Spam ist in diesem Spiel, zumindest am Anfang, eine ziemlich gute Idee. Alter, wir sind richtig stark, glaube ich. Vor allem mit dieser Wegstoßfähigkeit, wenn die irgendwo reinschleudert, wenn man die irgendwo reinschleudert, sterben die wirklich instant. Dadurch, dass sie immer vergiftet sind, ist auch sehr geil. Kann ich das jetzt irgendwie verkaufen oder so? Nö. Ach, Max Leben sind das. Okay, nee, dann war alles gut. Ich werde jetzt aber gerne mal zu Mac. Ich finde mich jetzt schon stark genug, dass ich Mac besiegen könnte. Aber das habe ich auch in der letzten Folge gesagt. Da bin ich einfach instant gestorben. Okay, schön mit dir gesprochen zu haben. Ja, mehr Leben, dann wären wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ne? Aber Buffs sind ja eigentlich auch mal sehr, sehr geil. Dann müssten wir aber die ganze Zeit mit Athene, Aphrodite, eine von beiden. Ich glaube Aphrodite. Einzug halten. Weiß ich nicht, ob ich das will. Was hatte die denn so für... Egal, wir nehmen das mal mit. Aphrodite, genau. Gegner schwach machen mit dem Wurf klingt aber noch besser, finde ich. Hä, wieso sieht das jetzt ganz... Das sieht jetzt ganz anders aus. Aha, also wir können Gegner damit schwach machen, aber dafür fliegt das nicht mehr so weit. Das ist ja ultra bescheuert. Starrsinnig wie und je. Vielleicht kann ich meine Geißel von deinem Vorhaben abbringen. Okay, let's go back. Dieser... Guck mal, ich bin jetzt schon richtig stark. Wo bist du, hä? Ich mach dich schwach mit dem... Okay, ja, das war schlecht. Aber ich wollte an sie ran. Uah! Damit ich sie... Aua! Okay, das ist nicht gut. Damit ich sie schwach machen kann. Moment. Ich habe aber die falsche Taste gedrückt für schwach machen. Da hier. Mein Schwachmachding ist weg. Was ist denn mein Schwachmachding? Ich mach dich schwach, damit du mich magst. Hier, schwach! Okay, aber das finde ich blöd, dass ich damit jetzt nur so eine geringe Reichweite habe. Wo ist sie denn? Oh, guck mal, wie weit das aber auch fliegt. Ich liebe es. Ich liebe es gerade so ein bisschen. Oh, wenn wir die irgendwo reinschleudern können. Meint ihr, ich kann die wegschleudern? Nee. Also nicht so wirklich gut. Nur so minimal. Hier, Schwäche. Schwäche für dich. Und ganz viel von dem Kram. Macht das Damage? Also es macht zumindest permanent Damage. Das ist so ein Dot, ne? Was heißt Dot nochmal? Ich weiß nur, dass es Dot heißt in der Gamersprache. Damage over time. Genau, Damage over time. So. Aber es sieht doch jetzt schon viel, viel besser aus. Warte. Stand da eben, sie ist unzerstörbar? Finde ich aber gut, wenn sie die ganze Zeit so ein bisschen lila ist. Dann kriegt sie auf jeden Fall die ganze Zeit Damage und wir können uns um den kleinen Kram kümmern und sie verliert halt trotzdem die ganze Zeit Leben. Hallo, ja, komm ruhig her. Mach euch, was du willst. Ich mach dich einmal schwach. Warte, hier. Nee, mein Schwachheitsding ist wieder weg. Ah, da unten ist es. Und diese Attacke macht sie mir immer noch viel zu häufig. Das hat sie damals... 2022, als ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, hat sie das nicht gemacht. So, Schwäche, Schwäche. Ich speile dich einfach die ganze Zeit damit ab. Wenn du die ganze Zeit von da hinten angreifst, dann mache ich das auch. Aber das finde ich jetzt gerade hier auch wieder nicht so geil. Ich habe schon wieder viel zu viele Leben verloren. Ich verstehe aber gar nicht, warum. Also so viele Leben hat sie nicht mehr. Ich aber allerdings auch nicht. Nee. Oh Gott. Ich will jetzt bitte einmal Mac besiegen. Das kann nicht so... Oh, neue Attacken. Nein. Lass mich in Ruhe. Schwäche. Noch mehr Schwäche. Oh Gott. Ich darf jetzt aber nicht in dieses... Wow. In dieses Dark Soul-Muster fallen. Dass, wenn sie fast tot ist, dass man die ganze Zeit auf sie raufgeht. Ja, wir haben sie. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ich dachte, ich wäre fast tot. Und dann selber stirbt. Wir haben Mac besiegt. Beim dritten Versuch. Ist nicht so schlecht, oder? Siehst du, habe ich gesagt. Der Schild ist richtig OP. Schildi, du bist mein. Primär eingefordert. Titanenblut. Aus Tartaros herausgekämpft mit Hilfe von Schild. Oh, kriegt man pro Waffe auch so ein Blut dann, oder was? Das kann natürlich auch sein. Ja, geil. Okay, dann haben wir ja schon alles erreicht, was ich in dieser Folge erreichen wollte. Mal gucken, wie es weitergeht. Alles gut bei dir, Vater. Okay, wir können uns heilen, wie es aussieht. Können wir alles mitnehmen? Wir können einkaufen für Geld. Du hältst beim Betreten einer Kammer 10% Leben. Also immer 7 Leben pro Raum? Jo, finde ich gut. Aber wir können sogar alles kaufen, wenn wir wollen würden. Aber ich glaube, so wichtig ist mir das gar nicht. Lassen wir mal so. Und hier können wir wahrscheinlich... Was? Ah, Sachen verkaufen, das geht auch.
Okay, dieses Schwach fand ich nämlich richtig scheiße. Dann geben wir das wieder weg. Ich hoffe, Aphrodite ist jetzt nicht sauer auf mich. Und die beiden Poseidon-Dinger, die behalten wir mal. Hey, ja, mega cool. Aber man kann einfach seine Sachen verkaufen. Okay, jetzt ist das tatsächlich auch alles sehr blind für mich. Also weiter habe ich noch nicht gespielt. Ich habe einmal Mac besiegt gehabt und dann hatte ich... Dann wollte ich das halt aufnehmen, damit ihr auch was davon habt. Das heißt, das ist jetzt alles neu für mich. Wir sind jetzt in irgendeinem neuen Bereich drin. Asphodel. Hallo, bist du ein Gegner? Bist du ein Gegner? Nee, du siehst da böse aus. Das da drüben ist ein Gegner. Oh nein, es gibt neue Gegner. Irgendwelche komischen Zombies. Warte, können wir die in die Lava schleudern? Hä? Dann. Wo kam... Hä? Ist irgendwo ein Vulkan? Oh nee, ich mag das nicht, wenn es neue Gebiete gibt, wo Gegner sind, die man tatsächlich noch gar nicht kennt. Das konnte ich schon bei Isaac immer richtig schlecht. Also wird das hier auch richtig, richtig doof sein. Und ich habe Angst, dass ich irgendwie in die Lava fallen kann und dann sterbe. Ja, aber irgendwas spuckt dir doch andauernd auf ein. Was ist denn das? Ist das einfach random oder sind das diese komischen Dinger, dass man die irgendwie kaputt machen muss? Ah, man kann sie auf jeden Fall kaputt machen. Kann ich das auch mitnehmen? Hallo, bist du das Ding? Nö. Keine Ahnung, Leute. Gar keine Ahnung. Wir können was verbessern. Wir können ein Leben holen. Verbesserungen sind wahrscheinlich eigentlich immer besser. Wir kriegen ja sowieso Leben, ne? Wir haben uns ja Leben mitgenommen. Haben wir uns ja gekauft mit unserem harter... Oh, fall da bloß nicht runter. Mit unserem hart verdienten Geld. Passt schon. Schädelbrecher! Nein! Die Dinger? Oh ja, okay. Ah, okay, okay. Die sind so ein bisschen wie Daddy Longleg bei Isaac. Ja, kommt der dann noch irgendwann mal runter? Alles klar. Aua. Oh, der hat mich sogar getroffen, ne? Das ist ja eher nicht so cool. Ba-ba-da-ba-ba. Ich bin ja mal gespannt, wie lange so ein Wandern hier auch andauern würde. Bei Isaac kann das ja gut und gerne mal eine Stunde dauern. Das wäre mir hier ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Oh, aber guck mal, für die zweite Ebene bin ich jetzt schon ziemlich schwach. Also ich brauche relativ lange, wow, um die Gegner zu besiegen. Der hat eine ganz schön große Reichweite, wenn er dann mal auf den Boden knallt. Noch ein neuer Gegner! So eine aua, wow, hat er mich eingefroren? Warte, bist du ein Boss? Nee, ne? Also, du hast auf jeden Fall so einen Mini-Boss. Wer sind das Mini-Bosse? Das sind wahrscheinlich Mini-Bosse. Die haben das Boss-Symbol neben sich und die frieren einen ein. Okay, das ist ja richtig assig. Okay, also wenn die ein... Wow, ich habe keine Leben mehr, Leute. Das war dumm. Warum bin ich denn hier auch hier reingegangen? Konnte man das vorher sehen? Das ist... Oh nein, der friert mich die ganze Zeit ein mit seinen komischen... Okay, das sieht nicht gut aus. Und das... Sein komischen Stein, wenn er seine Steine macht, die da, die frieren einen einfach ein. Und dann, wow, kommt Daddy Longleg von oben. Junge! Aber ich glaube, die Steine machen wenigstens kein Damage oder zumindest nicht viel. Oh nee, ey. Und dann von überall kommen irgendwelche Sachen. Wir müssen. Totgetrotzt! Totgerotzt, ich habe dich totgerotzt. Dass ich mir das geholt habe. Also, im normalen One wären wir jetzt schon tot, wenn wir nicht an den Spiegel gegangen wären. Aber wir haben natürlich die zweite Chance, die Noob-Chance. Mann, der hat so eine große Reichweite, das ist unfassbar. Und irgendwie kann ich den nicht so gut stunlocken, habe ich so das Gefühl. Also mit dem Schwert konnte man die Gegner auf jeden Fall sehr viel besser stunlocken, als mit diesem komischen Schild jetzt hier. Aber macht ja auch Sinn, weil das Schwert war ja mehr oder weniger eine Zweihandwaffe. Schenken? Guck mal, ich kann was verschenken. Das wäre so krass, wenn wir schon in der zweiten Folge den zweiten Boss sehen. In jeder... Oh, oh, oh. Okay, ich sollte das vielleicht nicht so früh sagen, weil mit dem nächsten Hit ungefähr... Oh ja, ich wurde schon wieder getroffen. Sind wir schon tot? Aber das wäre so cool. Nein! Wenn wir jetzt hier schon den Boss sehen könnten. Ich habe nur noch mal ein Leben. Oh Gott. Guck mal, der war einfach im Wasser drin. In the Lava-Wasser. Hat sich fast selber gekillt. Okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen. Nein, wieso kommt eine zweite Welle? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich brauche keine zweite Welle. Und ich will doch nicht eine Wellenattacke. Okay. Nein! Ich habe mich selbst umgebracht. Ich wollte gerade sagen, man kann die einfach alle in die Lava schleudern. Da wäre Poseidon richtig gut gewesen. Dann wären die da einfach alle verbrannt. Oh, wir haben nicht den zweiten Boss gesehen. Sad. Und ich habe auch viel weniger erzählt, als ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe jetzt nur über das Spiel geredet. Ist ja langweilig. Oh, ouch. Du bist da draußen richtig knusprig gebraten worden im Magma, nicht wahr? Ich weiß, du hast brennende Füße und so, aber es ist wohl keine gute Idee, in Magma rumzustehen. Wie er einfach darauf eingeht, dass ich mich selber verbrannt habe. Also das ist schon cool an dem Spiel. Dass sie raffen, wie ich gestorben bin oder was ich... Oh, gemacht habe. Bist du Mac? Nee, du bist die hier vorne stand, ne?
Warum bist du hier vorne? Der Olymp weiß von ihm und schenkt ihm all seine wertlosen Segen hier in meinem Reich. Erkläre mir, wie dies möglich ist, Nix. Entweder hat deine grenzenlose Macht erheblich nachgelassen oder du führst etwas ins Schilde. Zweifle nicht meine Macht an Hades. Es war zu erwarten, dass dein Sohn entdeckt würde, je mehr er sich der Oberfläche nähert. Erzähl mir bloß nichts von ihrem Einfluss. Ich habe ihren Einfluss am eigenen Leib erfahren. Du hast einen törichten Fehler gemacht. Du willst mir etwas von törichten Fehlern erzählen? Du kannst den Lauf der Dinge nicht aufhalten. Jeder Versuch ist zwecklos. Okay, aber er weiß jetzt, dass Nyx anscheinend auf meiner Seite ist und auch der Olymp. Und das findet er nicht so geil. Okay, aber hier entwickelt sich auf jeden Fall eine Story. Finde ich gut. Nyx ist jetzt auch weg. Und hier steht noch Meckrung. Hi, ich hab dich besiegt, Meck. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Alle sagen, ich hätte dich mit Santan schon angefasst. Wenn du nochmal so an mir vorbeikommst, wäre es besser, du gehst deinen Weg bis zum Ende. Jetzt lass mich in Ruhe. Und glaub ja nicht, dass du bei unserer nächsten Begegnung wieder so viel Glück haben wirst. Die raffen alle, was ich in meinem letzten Run gemacht habe. Dass ich sie besiegt habe. Sie findet es doof, dass ich nicht bis zum Ende gekommen bin. Aber sie hat auch schon gespoilert, dass wir sie wahrscheinlich nochmal sehen werden. Also sie ist dann immer der erste Boss, ja? Die Bosse bleiben gleich. Vielleicht auch nicht für immer. Vielleicht ändert sich das auch noch mit der Story. Fände ich ganz witzig. So, ich bin mal gespannt, wie das mit der Story weitergeht. Aber unser Ziel, Mac zu besiegen, haben wir auf jeden Fall erreicht. Da bin ich immer sehr glücklich drüber. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und tschüss.